Professional Game. Wir können schon nicht blamen. Aber, ja, das ist halt so, wenn dann Hook sitzen würde oder so, also wenn irgendwas kommen würde, wäre halt wär wahrscheinlich gewonnen, die Runde. Also zumindest die Lane. Aber so ist das very unfortunate und auch nicht mehr, macht auch keinen Sinn mehr, dann weiterzuspielen. Nicht mit dem Champion Ezreal. Das ist Ezreal zu weak so. Wenn wir alle Game ahead kommen, ist fein. Aber nicht, wenn ich, nicht, wenn wir alle Game behind gehen. Wenn alle Game behind gehen, ist vorbei. Ist Legend vorbei. MTV, danke für 5 Subgifts. Merci. Mein Freund sein, können wir tanzen. Oh, bist du süß. So, ich bann Pike jetzt. Mein Freund, mir scheißegal, Alter. Tanzen. Champ ist absolut überbroken. Oh, bist du süß. Bist du mein Freund, und raus mit Tim mit Tintu, ne? So einfach geht's. Brücke hat mich gebannt, nur weil ich ihn provozieren wollte. Oh mein Gott! Freund sein, komm mit an. Das macht die Runde bei den 16-Jährigen, ne? So ist es. Du spielst aktuell viel Jinx. Mit welchem Supporter spielst du am liebsten? Lulu Jenner? Zum Beispiel, ja. Jinx geht aber mit allem. Jinx ist halt der, also ist halt ein immobiler ADC so. Mega anfällig. Logischerweise. Aber. Gibt immer wieder Fights, wo, oder immer wieder Games, wo sie einfach trotzdem mega viel macht, ne? Wenn man schon doppelt 80 Tops hat. Vielleicht wieder ein Mage. Welchen Mage könnte man zum Beispiel gegen Ciri gut gehen? Ist die Frage. Ich finde den Kasper Antra richtig geil, das freut mich sehr. Zoe, Ciri, Nunu and Willump. Ziggs ist leider, glaube ich, also ich glaube, Ziggs ist sau bad gegen Ciri. Nautilus ist ein genialer Pick von Kutscher. Sound resume. Meinst du, wir kriegen, was, ich will ein Mage spielen, ne? Wir brauchen Mage AP Damage, oder nicht? Kommt doch an, was die jetzt noch als Dings picken, Support. Hast du mal mit Solar spielt auch Seraphin, oder nicht? Ja, Seraphine Naut ist relativ gut. Finde ich mich auch relativ gut. Da musst du halt den CC first spielen und ich kann easy followen. Ja, du hast halt jetzt easy Stunts. Veigar chillt im Chat noch, aber Veigar kann ich nicht gut spielen. Boah. Brand, irgendwas, womit wir über Brand rüber. Ich glaube, es ist scheißegal, ob du AP oder AD spielst gegen die. Die können eh nicht Dings stacken. Gehen sie doch full AP, ne? Anyway. Ja, gehen AD Carry und bau Hex Drinker Witzend. Ja, mach ich. Ich frage jetzt welchen. ich muss mal gut bauen. Kaiser ist gut dabei, ne? Oh, Kaiser. Oder eine Ashe sogar. Ashe. Noch mal. Wollen wir nochmal Ashe gehen? Ja, okay, Ashe. Ashe ist auch nice mit Nautilus. Ach ja. Full AP Lineup. Sollte free sein. Ja. Gleichen Fehler hat hier Sprout gemacht. Sprout hat quasi, spielt gleich Chips wie wir, 1-1. Und dann picken die einfach Full AP. Und wir gewinnen bei Default. War so lustig und gestern. Hast du gesehen, das Game? Nee, wir hatten Scrims leider gestern, als ihr gedingst habt. Hm. Musste ich die NNO-Fanmeile einmal ausfallen lassen, ey. Das ist, hoffe, die, gehen zurück hier auch. Das ist übrigens die Zoe von eben, wenn du ein bisschen Ansporn haben willst. Ja. Ich glaube, das wird gut. So. Ah, wie hat Poken die wohl? Refillable? Ja, ne? Refillable ist fein. Ich will immer zu trinken. Sekunde. Mach das mal. Ich stehe unterm Tower, ne? Ich gehe hier nichts rein. Ich will kein Risiko eingehen. Ja, ja.
There's an imprint on your hand. Alter, Blake, lass dich schmecken. Auch jetzt kein AFK, na passt der ist da. Kennst du Aloe Vera Saft? Aloe Vera Saft? Ja, kennst du das? Nee. Das ist ziemlich lecker. Also Aloe Vera ist so eine Creme. Ja, aber ist so eine Pflanze, aus der man wohl ja, Getränke machen kann. Na, was schmeckt das? Naja. Cremig oder ist das süß? Nein, nein, es ist süß, ist wie eine Limo eigentlich. Also wie quasi Limo ohne Kohlensäure. Also Saft quasi. Gut, da gibt's Sinn. Sehr, sehr lecker. Ich muss dich auf den Sub, John, auf den Resub. Okay, komm direkt runter, ne? Ja, ich hab schon hier gewartet. War gut. Perfekt, ein insanes Wort, muss ich merken. Kutschall, Leute, geile Sau. Ja, manchmal habe ich auch mal meine Momente. Und Knockback Panda von Reset. Dann glaube ich uns. Ja, nächsten Scrims haben wir. Was haben wir heute? Mittwoch? Donnerstag haben wir die nächsten Scrims. Heute ist Dienstag. Na, 17 Minuten noch. Da hätte ich mal Bock drauf zu fetzen. Wenn er irgendeine Fähigkeit raus hat. Oh, bist du süß! Ich weiß nicht, wie stark ich bin tatsächlich, ne? Ich glaube, wenn der. Ja, das Level 3 warten, ich glaube, dann passt das. Den sollten wir ja umklatschen eigentlich. Oh, ich bin ein kleiner Inter. Nun ist nicht zu sehen. Oh mein Gott. Was? Was nimmt man hier, oder? Also ich verstehe auch gerade nicht, was das war. Wusste auch eigentlich, oder nicht? Ja, der wäre eh komplett der ist Topside. Hä? Warum treffe ich sie nicht? Bin ich dumm? Aber was macht die Ciri? Oh, der zweimal Hook auf sie gemisst hat, das macht mich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Willst du mein Freund sein? Komm, wir tanzen. Ja, wir haben trotzdem guten CC. Da war der Mega-Turbo-In von denen, Alter. Sven, dankeschön. Ich glaube, wenn wir quasi Double Range spielen, also es ist nur so, also jetzt kein Vorwurf, aber wenn wir Double Range spielen gegen die, ich glaube, man kann Ciri voll rausnehmen mit Ashe. Weil die ja nichts tun kann, oder? Also wenn ich hier stehe, was soll die machen? Kann ja nicht mal eine Minion vorbeiballern. Ja. Warum steht eigentlich schon der 5-1? Nicht alle können so ein smartes Wort stellen. Oh Mann. Lieb dich. Lauf, mein Sohn, lauf! Ich wollte gerade, ich habe gerade eben geäht, aber too late, too little, too late. Join the resistance.
Da. Oh, bist du süß. Mein Freund sein, komm jetzt an. Als ob die noch hier sind, beide. Alex kommt. Mhm. Oh, jo, danke für die Soraka-Ult. Hätte auch ein bisschen früher kommen können. Kha'Zix muss auch nicht rausgehen so weiter, aber naja. Ich glaube, der Kha'Zix kann locker für dich blocken an der Stelle. Hallo? Junge. Oh mein Gott, ey. Hä? Dass er nur allein dafür geht? Schade. Warum kann die nicht mit E starten? Warum, Kutschalol? Ich weiß es doch auch nicht. Es ist doch bitte nicht so schwer, League of Legends zu spielen oder so, oder was, oder wie? Bombardius, dankeschön. Da ist ein Full Life, du bist Full Life auf Kha'Zix und kannst dich da reinjumpen und einfach einen Kill für uns holen. Und dann kann der oben nicht, der kann ja so rar gar nicht richtig Tastenkombination drücken, um den scheiß Klett zu saven. Oh, Junge, ist das anstrengend hier unten. Ja, das wird wieder ein schweres, ey. Ich hab Ignite, oder? Ich hab Ignite, ja. Ich suche also nach Play. Nun läuft hoch. Ja, nehmt einfach Kills. Bei Level 6 können wir die ziemlich überrennen. Hm? Wenn ich auch noch Dings hab. Mitte Miss. Ist das schon wieder Nunu oder nicht? Rest in Pieces. Aber warum? Was denn? Wir können doch spielen. Alle. Wie das denn? Na, Kha'Zix muss kommen und du musst blocken. Ja, ja, dann kriegen wir diese Soraka-Ult und dann wir. Ja, mit der Soraka-Ult habe ich jetzt nicht gerechnet. Da kommt noch Dings, ne? My bad. Also, somewhat my bad. Okay.
Hat gleich 6. Schau mal in Mitte. Die Serie ist aber auch hart am Limit testen, Alter. Die ganze Zeit über die Wände segelt. Ach man, nee, der Nunu geht mir hart auf den Sack, ey. Egal, ich stecke jetzt ganz viel MR und dann können die mir nichts mehr. AP Nunu. Gut für uns. Ja. Den Fall über Contesten. Ohne Ash-Ult. Kommen wohl raus, ja. Hey, das ist Worth. Du nicht stirbst. Hier ist Säuerbubble. Hm. Pretty good. Ja. Damage, holy moly. Nice. Oh, ja. Die hat doch gerade ultet, oder? Ja, aber die killen wir nicht. Na gut, hab ich gebetet, weil ich Flim teste wie ein Arschloch. Du kannst mich zwar healen, aber ich kann mich am Fountain healen lassen. Das ist doch. Was ist das denn? Ja, ist gut, ist ein guter Ansatz. Weil die Altes wird bringen, wie so ein kleines Elfchen würde ich dann machen, aber so. Okay, also einen, wir brauchen eigentlich den Nunu-Shutdown. Der wäre noch juicy. Wir outscalen ja bei Default und der K6 hat es irgendwie geschafft, 5-1-3 zu stehen. Und man braucht in League of Legends keinen Skill mehr. Also sind wir vielleicht einfach auf der Gewinnerstraße. Der letzte Punkt, der spielt mir natürlich super in den Karten. Shut
Nunu, bitte. Wurde gedived. Aber nicht so richtig erfolgreich. Die Serie ist halt auch echt nicht gut, ne? Ja. Wo ist denn der? Wo ist denn der Brand? Ist der hier? Nicht. Nee. Sehr ungern sterben. Kommt. Ach, der Klett proxy die Wave. Ja, well. Dann gehe ich wieder weg. Dann gehe ich wohl, ne? Fühle ich jetzt auch nicht so, aber gut. Nee, kann man nicht spielen, glaube ich nicht. Mitte ist auch Action. Sollten da lieber backuppen, glaube ich. Ja. Na dann backup mal. Hm. Schwierig. Jetzt stirbt er da unten in der Serie oder was? Boah. Er ist aber auch ein kleiner hasserfüllter Typ, ha? Wenn wir die Mountain Drakes auch noch kriegen jetzt, das wäre schon lecker. Serino Flash. Oh, bist du süß. Vier Leute gleich Mitte von denen wahrscheinlich. Lieber nicht. Ich kann basen. Oh. Nein, es kippt. Boah. Gut, gut. Not good. Gar nicht gut. No. That's pretty bullshit. That's also pretty bullshit. Cool. Wenn wir mehr auch Mercury Boots gehen können. Was? Du kannst ja LC keine Mercury Boots gehen. Der Value, du kriegst Insane Value. Der Gold Value, den du aus Berserker Grease kriegst, ist. Ich glaube, die haben 120% kosteneffizient oder so ein Shit. Und extrem gut. Und die. Und Defensiv Boots sind, haben sehr viel schlechtere. Sind sehr viel weniger kosteneffizient. Ich glaube, bei Tabis geht's noch und Mercs sind schlechter. Plus gegen Anbieter für TC, ne? Was? 2 Sekunden noch wieder Hook? Von dem Typen habe ich schon mal. Bei Kali habe ich auch gute. Yes. Benutzt. Bei den Baron King haben wir das Game gewonnen, würde ich sagen. Mhm.
Ist sie da auf Mana? Habe ich richtig gesehen? Jawohl. GG. Vielleicht surrender die Gegner. Ja, er kommt, du blockst ihn. Jo. Perfekt. Boah, die Schwalke hat den Tausender bekommen, ey. Und jetzt? Nee. Nice. Irgendwo ein Wort noch, glaube ich. Wir müssen nochmal forcen eigentlich. Einfach turnen, wir haben jetzt Sorge, wir werden kein Leben. Wir bekommen? Wir haben eine TP bekommen, das ist alles, was wir wollten. Müssen die ja nicht sterben lassen. Können wir da? Oh, der Klett. Schade, so close, Mann. Also auch Arschtanky mit der Spill Visage mittlerweile, ey. Verstehe ich nicht. Spring doch wenigstens rein. Mach da was. Als ob du jetzt recallst. Nunu kriegt er den wahrscheinlich eh nicht, oder? Ja, aber die haben doch gar keinen Damage. Auch wieder wahr. Ah, so lost, diese Menschen, ne? Oh, Brücke, du bist es. Es war aber auch kein Spaß, die Akalia von dir wegzuhalten, ne? Da gibt's Angenehmeres, muss ich sagen. Ja. Soll Drake nehmen? Kann ich, quite broken. Ich glaube, ich sollte recallen. Icebreak, danke dir. Ich hab schon richtig Bock auf Akali, wenn ich das sehe, ne? Ist aber ein verbasteter Champ, so. Ich weiß nicht. Klassischer Assassin. Wir jetzt Triple. Ne, gar kein neues Drake Bounty. Das wäre geil, wenn wir alle drei Bounties gleichzeitig bekommen hätten, ja. Schauen.
Okay. Ich komm an nichts ran, brüllt man. Und doch habt ihr kein Damage dafür. Ja. Der geht nochmal rein. Naja, das üben wir noch. Dass der nun und mich da hitten kann, töten kann. Crazy. Was? Ich komme. Das ist ein scheiß Minion für mich vor. Benutzt. Und in der Brand? Ja, hier die Siri. Jetzt okay. Eher wahrscheinlich. Ich kann einfach spielen. Wir haben Soraka in the back. Ich, Akali hier. Boah, Junge, dass die das spielen kann, ey. Dark, good job. Dass sie das macht, ist ja absolut, also. Sehr gut, ein Item noch und Game ist, glaube ich, freaking over. Brauchst du jetzt noch? Ja, aber defensives. Noch ein Magic Assist. Und der Force of Nature. Ist gut, ne? Kann man auf Ceria auch bauen. Ja, gut. Oh, ich glaube, ich bin runtergerannt. Ja. Das war ja runtergerannt von denen, Alter. Nice one. Aber ich hab nicht ganz verstanden. Ich dachte erst, ich bin tot, aber ich war nur zu zweit. Maw geht nicht wegen dem. Ja, Spirit Visage oder Force of Nature wäre echt das Beste. Ja. Spirit Visage wäre halt noch geil für Soraka Heals, ne? Das war. Und der Lifesteal. Wir wollen ein bisschen Gold, die Soraka. Ey, Akio, danke dir. Ist aber auch geil, dass die einfach nichts von Void Stuff wissen, die Gegner. Das, ja, das war. Geht Maw jetzt nicht. Maw teilt sich eine. Mit Lifeline von Shieldbow, ne? Genau. Teilt sich die Passive von Shieldbow. Die ist unique. Nicht. Können glaube ich einfach ran. So, ich fühle mich sehr stark. Ich habe beide Sums. Und die Akali in der Ult? Ich komme einfach nichts ran, ne?
Ja, ich bin auch mega am Hin und Her rennen, aber ich hab die gut gesund hier, Kali. Alter, what? Der Speed Boost. Was? Ja, zum Baron? Ja, bestimmt. Kann nichts passieren, alles gut. Dann können wir einfach Nash spielen. Jo. Wenn die kommen, tanzen halt wieder. Ich hab nicht mehr Sams gedrückt, aber ich kann nicht an nichts ranhalten. Ne? Die rennen einfach mal weg und dann stehe ich halt da mit der Ashe. Was, man? Holy shit, mein Damage ist ja richtig gut. Bleiben wir dran? Nur das Bot? Ja, wir bleiben dran. Kein Problem. Hey, jetzt hab ich auch Force. Let's go. Das Folgestate ist, kriegst du einfach 25% weniger Magic Damage. Das ist schon crazy. Finde ich auch über. Ich weiß nicht, wie so ein Item überhaupt existieren kann. Das ist jetzt quasi. Das ist zwar ein teures Tabis, ne? Wie viel Wert an MR ist das denn? Das ist doch insane viel. Ja. Das ist schwierig, nicht für alleine. Ich krieg mit meinem MR-Wert jetzt schon 66% weniger Damage und wenn von den 34%, die da durchkommen, dann nochmal 25% runter. Holy shit, Alter. Man wird das halt wie verrechnet, ne? Ja, also. Es ist nicht additiv. Ist mir schon klar, aber. Ja, aber wann ist doch auch wichtig, oder nicht? Ich hab ja nur schlechte Mathe. Kann ich jetzt auf die Idee gekommen, Voidstuff zu bauen? Sehr schön. Nur drückt mir aber actually auch rein mit dem Ball, ey. So, dafür gar nicht. Boah, ist Tower, wa? Ein bisschen deeper, als ich wollte. Ja, wir sollten wahrscheinlich eher splitten, Freunde. Bleiben Mitte. Wenn ich das 6 Reset finde, gewinnt er trotzdem noch, aber. So was. Ja, der Klett ist untötbar mit der Soraka am Rücken. Soraka macht auch echt Work, ey. Da sieht Siri irgendwie nicht mehr so gut aus, plötzlich. Akkurat, dankeschön. Wie läuft's? Ja. Geht besser, geht schlechter.
schon echt beschissen, kann man glaube ich mal so sagen, oder nicht? Da müssen wir jetzt nicht hinterm Berg halten. Ja, wir haben schon echt viel Loses, so. Aber wenn wir mit dem Win begonnen haben, ist doch an sich ganz nett. Ja, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir 2-2 gespielt, oder nicht? Ist das so? Ich glaube, wir haben, gefühlt haben wir 1-12 gespielt heute. Ja, nö. Ich glaube, schon mental draining, so. Ja, man muss sich auch immer so, weißt du, ne? Kann sich auch, weiß, ja. Ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte schon schlimmere Tage die letzten Wochen. Na gut. Dann nehme ich auch einen Win einfach mal als was Positives mit. Ich kann nicht so positiv denken. Außerdem bin ich gesund, so auch was. Siri rennt runter. I like. Oh, nice movement. Bin gleich bei dir. Balanced. Die Tanky noch für mich, ne? Ja, auch Sonjas, ne? Team? Willkommen, Röki! Okay. Ne, wir machen jetzt hier Ende. Oh mein Gott, ich bin so bad. Aber so actually fucking tanky? Ja. Tanks sind so useless. Corny, danke für den Zap. Ein Win, yay! Da würde ich von Out-Combo sprechen. Schon. Kannst du bitte die Items schauen, wie viel Schaden die gemacht haben? Jetzt leider schon nicht mehr, ne? Wann Fortnite sofort mit Brücki? Bart, Brücki wenig. Ich habe alles versucht. Alles. Hat er wirklich, aber ich kann es nicht machen. I cannot do it. Bart ist ja kein VIP. Stimmt, warum ist Bart kein VIP? VIP behaart mit Bart. Nee, danke für den Sub. Ash, I'd lick your feet, you're so good. Alles klar. Aber für den Honor hat es jetzt nicht gereicht bei ihm, ne? Junge, der Evolution Buff ist ja richtig geil. Was denn? Two Mana. Warte, ich schick's.